Und damit welcome back, Freunde der filmreifen Unterhaltung, zu einer weiteren regnerischen Folge Senua's Saga Hellblade 2. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist, denn wir werden heute höchstwahrscheinlich den nächsten Riesen sehen, den wir bekämpfen müssen. Die gute Astrid wird uns führen und wir folgen ihr jetzt einfach mal und lauschen ihren Worten, sollte sie noch was zu sagen haben. Denn im Grunde kennen wir Astrid gar nicht. Aber sie wirkt schon sehr vertrauenswürdig, das geht schon voll klar. Das haben wir ja mitgekriegt, noch gegen Ende der letzten Folge von ihr. Das ist eine Gute. Die will im Grunde auch nur ihr Volk beschützen. Und vertraut natürlich ein Tor überhaupt nicht, was natürlich auch klar ist. Ich bin ja auch mal gespannt, ob Thor einfach nur Scheiße gelabert hat. Oder ob er wirklich sein Versprechen hält und keine Sklaven mehr nimmt. Ah, diesmal ist das ein männlicher Riese. Ich bin mal gespannt. Shalvarissi, the sea giant. Do you see him? Where is he? He brings the storms with him. The cry is born in the storm. Where is he? We haven't seen the sun in weeks. With winter upon us, the storms will only get worse. They are running out of time. It's too late. Der Sturmriese. Come. Okay. Baldrick's just over there. Wochenlang keine Sonne, wochenlang kein Vitamin D, das ist hart. Wochenlang feucht. In der Hinsicht jetzt nicht so geil. My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. She's a fighter, lady. Learning by watching. Like you. They're dead now. I'm all that's left. War nicht viel übrig geblieben. Okay, ich bin mal echt gespannt auf diesen Riesen. Hat anscheinend irgendwie Fähigkeiten, um Stimme hervorzuzaubern, es regnen zu lassen. Ja, doch schon so gewisse Art göttliche Fähigkeiten, kann man sagen. Ich fand auch Olga, ne? Hat ja auch schon krasse Fähigkeiten. What about your family? It's just me left. Don't tell her. What happened to them? Don't tell her. You can't tell her. Senua, I can't trust her. Muss es ihr sagen. She won't. Schweigt Stimm. She won't. No one will understand. Es geht hier um Vertrauen. Don't tell her about your mother. She will turn from you. Turn from us. Aber vielleicht wird's ihr auch mal ganz gut tun, wenn Senua so ein bisschen von der Seele redet, ha? Grundsätzlich mal. What about your mother? My mother was a fighter. She never gave up. A fighter like her. Not even at the very end. So strong. She is not giving up. Das kannst du auch was von deiner Mutter erzählen, Senua. Die ist aber auch verschlossen, oder? My father tried to protect her. But she refused to leave us. I miss her. I miss all of them. She loved them. She lost them. Na komm, Senua, jetzt erzähl doch auch mal was. Ist nicht so geschwätzig, hä? We used to have an easier passage up. We don't have the tools to make repairs. I can feel it. They built this. Can you climb this? Yes. Na klar kann ich da hochklettern. Wo ist denn der Glitch? Ne, man muss da schon aufpassen.
She loves this place. Even now. Even after all of that. She leads the people here. Achso, by the way, ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt mal von dynamisch auf mittel gestellt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt groß was ändert. Your father, was he the leader here? Yes. He was the best of men. A leader like your father. A leader like you. Not like your father. He was just generous and kind. Too kind. Too kind? What does she mean? He trusted the wrong person. And he was betrayed. A traitor? Who? He tried to follow in his footsteps. She wants to keep her people safe. Und weg ist Astrid. She has to carry on for her father. Ja, also wie gesagt, ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt nochmal auf mittel gestellt. Ich will nämlich länger in die Kämpfe involviert sein. Auch wenn ich vielleicht öfter mal draufgehe. Bei dem Spiel ist es ja anscheinend scheißegal, wie oft man draufgeht. Aber ich will mehr von den Kämpfen haben. Und sollte Mittel immer noch nicht ausreichen, mache ich halt dann auf schwer. Weil dynamisch, glaube ich, passt sich ja so ein bisschen deinen Spielfähigkeiten an. Beobachtet, wie du so kämpfst, und passt sich halt dann irgendwie an. Jetzt habe ich einfach mal auf straight Mittel gemacht. Mal gucken, was passiert. Sometimes it's best not to follow too closely. What do you mean? Tell her you can trust her. Ja, kannst dir vertrauen sehen, Noah. Sag mal was. Jawohl. But not like yours. Ich finde, das ist auch eine neue Freundin. You could lift your burden if you tell. Kannst du auf jeden Fall mal gebrauchen, Senua. Eigentlich schon immer allein gewesen, ne? Hatte nur einmal den Dillian oder wie er da hieß, und dann war's das. Something is wrong. Not right. Jawohl, kämpfen! Hast du was übrig, Astrid? Jawohl! Geil! Komm her! Uiuiui! Okay, wer bist du? Aua. Idiot. Oh, der Flammenmann. Alter. Ich bin ausgewichen. Krass. Also, du kannst dem nicht ausweichen, oder was? Okay, der wird ein bisschen krasser. Aua. Ich brenne! Au! Ich merke, ich muss in die andere Richtung rollen! Oh wow, ich bin das erste Mal gestorben. Na, herzlichen. So, jetzt, let's go! Nee, man kann nicht kotzen, ne? Halt so. So, der Flammenmann. Was soll ich sagen? Gleich ran, oder? Fokus und los! Ah, jetzt kommt wieder ein normaler. Schön. Schönes Ding. Wer bist du jetzt? Let them kill you! Na komm. Au. Was ist das? Hä? Ah, zu spät. Komm. Ach, das geht doch nicht. Ich will's kontern immer. Das ist hier so verdammt schwer im zweiten Teil. Warum? Weich halt aus. Das ist halt langweilig.
Ah. Oh nein, er schon wieder. Den mag ich gar nicht. Ran, ran, ran. Oh, verdammt. Ran. Fokus. Ausweichen. Ran. Ja, okay, man merkt schon, das ist schon ein bisschen krasser geworden. Finde ich gut. Aber wenn das mit dem Konter nicht so schwer wäre. Du musst echt punktgenau drücken. Krass. Darf ich nochmal? Ah. Das war wieder einer nach dem anderen, ne? Nie zeitgleich. Ich glaube, der Wunsch wird mir hier nicht mehr erfüllt. Mehrere Gegner zu kämpfen. Auf einmal. Was ist das für ein Horn? Kann ich da reinblasen? Finde ich ja super witzig. Nee, wir haben hier einfach nur eine schöne Aussicht. Das war's. Deswegen bin ich hier hochgekommen. Na gut. Wo ist denn jetzt Astrid eigentlich hin? Astrid. Ah, bin wieder auf mich allein gestellt. Muss aber sagen, was das Gestein sieht echt cool aus. Vor allem jetzt hier, wo es dann auch nass ist, wo der Regen drauf fällt, mit den ganzen Spiegelungen, den farblichen, das finde ich schon irgendwie ziemlich cool. Okay, ich bin wachsam, keine Sorge. Okay, viele bunte Steine. They blocked your path. But what do they want? Eins, zwei, drei. Okay, ich muss was finden. Dann schauen wir mal. Hier schwebt da schon was. Ist damit was zu tun? Ach, guck mal hier. Flabber. So, was macht der Flabber hier? The world has changed. It's different now. The rain has stopped. Cool. Find a way to see. Can you see? Naja, ich finde schon einen Weg zum Sehen. Also irgendwo hier. Schau mal. Kommen wir hier rein? Ja. Was macht der hier? Ah, okay. Hier habe ich jetzt einen Weg. Ich fühle es. Sehr gut, Nummer 1. Dann brauchen wir jetzt Nummer 2. Flabber folgen, kommen wir schon dahin, wo wir hin müssen. Flabber führt uns. You have to find a way through. Quick. Okay, hier. How do you get immer wärmer und wärmer. She doesn't know its real name. She needs to know. You can only kill it if you find out more. Oh wow. Das hat sich gerade selber hingeschoben. She is finding a way through, finding a path. Nette Hilfe, by the way. Okay, das war's Nummer 2. Wo könnte Nummer 3 sein? Hier geht's nicht weiter, hier geht's im Grunde auch nicht weiter. Das heißt, der bringt mir einfach gar nichts für Stein jetzt hier. Der Flabber. Muss ich nur mal einen komplett anderen Weg einschlagen.
muss ja irgendwo hier sein. Geh davon aus, dass wir da irgendwie hochkommen müssen vielleicht. Und dort aus dann rüberblicken müssen. Fall hoch. Ach doch, hier, klar. Ach Mensch. Da war ich wieder Blindfisch. Uts. She did it. You did it. You I did Pop. It. Okay. Hatred in their hearts. Shalvarissi was born of this place. We saw it. Seek us again. Alter. Show you. Friedhof der Kriegsschiffe. Look for us by the sea. Astrid? Ah, endlich habe ich Astrid gefunden, ey. Draugr don't usually come this close to the settlement. The Draugr. I have to warn them. Your followers too. They're here as well. They're not my followers. I just showed them how things could be different. But they follow you. She was weak. It. She left us. Maybe one day don't I can also her. See how things can be different. You need to find the hidden folk. Find them. You're not coming? There's something I need to find. Bárðarvík is just along the shore. I would say be careful of the river, but to understand. I see you can handle yourself. She can't handle herself. Ja, krieg ich hin. Danke dir, Astrid. She left as soon as it was hard. Ich guck mal das Ganze mal jetzt hier genauer an. What were they looking for? Were they following us? Yes, they must be following us, following you. What if she brought them here? What if it was a trap? She's strong. She dealt with them. Ja, könnte eine Falle sein. Dann kommen wieder ein paar Draugaren, die ich verprügeln kann. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, das ist ein Höhleneingang. Okay, wofür ist dieser Weg hier da? Halala. Und da unten. Alter, die ganzen Wracks hier. The world is shattered. It's changing again. You have to find a way through. There must be a way. Schon wieder Symbole suchen. Okay, dann schauen wir mal. So, hier mal Flubber 1. Was macht Flubber 1? Was hat Flubber 1 jetzt gemacht? Irgendwas gemacht? Ah ja, okay. So. Reaktiviere. So, kann ich hier hoch? Was war hier auf der Seite? Ja, gar nichts. Es gibt immer nur einen Weg.
danke für die Erinnerung. Was hat der jetzt bewirkt? Auf jeden Fall nichts. Ah, okay. So, was brauchen wir denn? So ein komisches F. Da haben wir es doch schon, oder? Ah. Hat er wieder es sich zurechtgerückt. Wie schön. Besser ist das. Okay, das war Zimmer 1. Kann ich jetzt von hier oben... Was bringt mir das jetzt? Eventuell... Gar nichts. Den könnte ich ja auch von hier aus aktivieren. This is where he comes from. See, they said so. They told you. So, hier komme ich im Grunde wieder zurück. Also hier hinten war überhaupt kein Anzeichen von Symbol. Nee. Nur den Flubber zum Aktivieren, okay. Bin ich im Grunde fertig. So, dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwas aufblinkt an Symbolen. Oben ist auf jeden Fall noch was. Muss ich nochmal zurück, ha? Ja, da brauche ich die Brücke hier. Hier wieder hoch. Auf geht's, Edor. So. Das wird einem schon wirklich ziemlich einfach gemacht. Also, by the way, alles ziemlich krass hervorgehoben. Ich glaube, ich war im ersten Teil ja nicht so. Okay, hinten ist jetzt noch irgendwie eine Barriere. Was, wessen Namen muss ich rausfinden? Achso. Einem Riesen, ja klar, wir müssen immer die Namen rausfinden. So. Nee, das war's dämlich. Ich mag diese Art von Welt irgendwie lieber. Ich weiß auch nicht warum. Es regnet nicht. Es ist alles schön voll Farben. Im Sternenhimmel. Überall glitzert es. So, jetzt brauche ich hier natürlich. Okay, das wird ein bisschen knifflig. Könnt ihr jetzt mal aufhören zu labern? Labert hat. Ja, das Problem ist. Ich habe hier keinen. Ach, hier ist noch ein Flubber. Ja, dann nehmen wir den. Das ist ja nett. Sehr aufmerksam. Ach, lass mich raten. Hier ist das nächste Zeichen. Zumindest ein Teil davon. Bin noch nicht ganz da, wo ich hin muss. Naja. So, Nummer 3. Wieder ein F. Hier wahrscheinlich von der Hütte aus. Fenster. Tada! So. Are you sure you want to know?
Ja, ich will es wissen. Ich will alles wissen. Ja, das Risiko muss ich eingehen, dass ich mit dem Riesen ertrinke. Oder eintrinke, je nachdem. Aber ich bin schon mal gespannt auf den Riesen. Aber ich glaube, den werden wir diese Folge nicht mehr sehen. Was ist das hier? Ah, eine Ritze. Schön. So, dabei da hier, ja. Die versteckte Flabber. Ich habe es gefunden. So, komplett zurück, ne? Da sind wir wieder beim alten Wandersimulator. Ja, muss ich, glaube ich, muss ich hier was machen? Ja. Ups. So, jetzt sind wir aber da. Schönes Ding. Sesam, tu dich öffnen. Dankeschön. Hier ist das verborgene Volk. Das will ich jetzt auch wissen. Aber was dahinter sich verbirgt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mich ein bisschen supporten wollt, dann lasst mir den Daumen da, verfasst einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im Grunde beim nächsten Mal wieder. Jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.